Alles andere schläft. Oh ne, Andi ist auch wach. Was rastest du da so aus? Komm her und ess deinen Kuchen. Immer diese Kinder. Na los, komm. Müsstest du nicht langsam eigentlich Bewegungsfähigkeit ausgebaut haben? So oft wie du hin und her rennst? Komisches Kind. Woff. Guck mal, das Papi ist auch mitten in der Nacht. So, und nu bist du ganz schön aufgedreht, Kind. Turmbauhilfe? Nein. Kannst du noch machen? Geh stapeln. Warum legst du denn den Teller auf den höchsten Fleck? Sonst hat sie es immer hier abgelegt. Jetzt legt sie es da hinten hin. Macht das Sinn? Nein. Lauf, lauf, lauf. So. Oh, das Papi sitzt hier. Warum sitzt du hier? Warum? Walum. So, schauen wir mal, wer als nächstes aufwacht. Ob von alleine jemand aufwacht oder nicht. Was ist das hier? Achso, der Zuckerschock. Kann sagen. Jetzt ist tatsächlich nur noch Cindy wach. Und Chica ist wach. Würde ich sagen, du gehst erstmal aufs Klo. Chica steht auf und lacht erstmal. Okay, alles klar. So nach dem Motto, haha, du bist wach. Und Cindy hat Level 4 in der Bewegungsfähigkeit erreicht, obwohl sie da sitzt. Ja. Macht Sinn. Manchmal ist dieses Spiel einfach sehr, sehr eigenartig. Komm, Schieke, Happer machen. Du kannst eigentlich auch noch mal was essen. Wuff, wuff. Na los. Komm, komm, komm. Kriegst du auch vielleicht Level 5 bald hin? So. Schaut das denn bei Raidman aus? Ja, der könnte auch mal wieder duschen gehen. Das würde ihn bestimmt nicht schaden. Wie sieht das hier aus? Du bist gleich wach. Du könntest schon aufstehen. Mach mal. Du musst nämlich ganz dringend aufs Klo. Dann kannst du baden. Die Kinder, das ist auch geil. Die sitzen hier und unterhalten sich. Vielleicht sollten wir auch tatsächlich mal die Küche noch ein Stück größer ziehen, dass wir einen Tisch oder irgendwas da reinbauen können. Offensichtlich kriegen sie es nicht gerafft, dass hier ein Tisch steht. Oh, das Papi ist da. Jetzt ist das Papi hier. Füttern. Du müsstest mal aufs Klo. Spritzt du da rum? Was soll das? Steh auf. Genug geschlafen für heute. Bau mal einen Turm. Was bei dir aus? Du müsstest mal aufs Klo. Das Klo ist auch ganz schön dreckig. Vielleicht solltest du das auch mal sauber machen, gute Frau. Mach gefälligst deine Arbeit.
Warum stehst du da jetzt dumm in der Gegend rum? Du sollst aufs Klo gehen. Sie möchte offensichtlich nicht aufs Klo gehen. Wird überbewertet. Schaut das bei dir aus? Ja, du musst aufs Klo. Kommst du da hin? Ja. Oh, jetzt geht sie aufs Klo. Hat auch gar nicht lange gedauert. Ja, du kommst da nicht hin, das ist mir auch klar. Der Baby. Alter, Leckerli ja noch höher. Wie soll denn der Hund da hinkommen? Im Ernst? Das Kind schreit. Nur falls es dir mal aufgefallen ist. Der ist noch am Essen? Ja. Kann Chica ja mal Lamas malen. Wie lange brauchst du denn eigentlich, um das Klo zu machen? Du machst ja doch was, das ist gut. Irgendwie hängt sie so ein bisschen, ne? Also minimal hat sie keine Lust, sich um ihre Familie zu kümmern. Speichern vorsichtshalber mal. Gute Nacht, Mitsuki. Bis demnächst. Glück an den Wolf für mich heute. Geh mal aufs Klo. Ja, du kommst da jetzt wieder nicht hin. Dann geh erstmal essen. Nein, was macht das Papi denn da? Was soll denn das? Du hast hier was zu essen? Ja. Warum? Lauf damit. Vielleicht muss man dich wieder baden. Wie lange will Chica denn jetzt eigentlich noch ein Kleinkind sein? Kannst du mal bitte dem Papi sagen, er möchte das lassen? Und ihr geht jetzt rein zum Ausschimpfen? Oder was? Das macht nicht viel Sinn. Also so gar nicht. Wo ist Raidman? Er furzt schon wieder vor sich hin. Jim Whipsy. Wieso sitzt Redman sich jetzt dahin? Die tun, was sie wollen hier. Du musst eh gleich zur Schule. Just Puppy. So, Cindy spielt oben mit Puppen. Ich hoffe, Redman geht jetzt zur Schule. Braves Kind. Wenigstens etwas. Du gehst gleich zur Arbeit. Wir brauchen nämlich dringend Geld. Da liegt ein Häufchen. So. Cindy kann eigentlich wieder schlafen gehen. Und Chica sollte danach gebadet werden. Und dann kann er auch schlafen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, der sich sehen lässt. Dann solltest du ihn bitte danach einmal baden. So. Hat er denn gegessen? Ja.
Mal guck. So leicht kannst du das Kind ruhig stellen. Lässt es einfach mit dem Tablet Lamas malen. Da saust du an ihm vorbei. Zack. Da ist er weg. So läuft das. So, wir brauchen aber immer noch ein Kind. Frage ist ja, setzen wir das wirklich jetzt schon an? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wenn er nach Hause kommt, setzen wir das schon mal an. Weil bis das dann fertig ist, dauert ja auch wieder. Und vielleicht hat Chica sich dann schon entschieden und gesagt, hey, ich möchte doch mal alt werden. Irgendwann mal. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht geht es auch gar nicht, weil wir zu viele Leute in unserer Party hier unten haben. Wer weiß. Wobei theoretisch ja noch einer reinpasst. 3, 4, 6, 7. Theoretisch. Schmeißt du das Tablet auf den Boden. Das ist ein bisschen blöd. So geht das nicht. So, wenn Raidman nach Hause kommt, kann er erstmal aufs Klo gehen. Und dann kann er an PC. Wir brauchen nämlich noch ein Level. Möchte das heute noch hinkriegen, dass Raidman altert? Das wäre ganz schön. Schau es notenmäßig aus. Perfekt. So möchte ich das. Dann haben wir nämlich ein Problem weniger und wir können dann hier unten ein Zimmer für den erwachsenen Raidman machen. Bauen wir hier unten einfach so eine Männerhöhle. Können ja auch unten einsperren. Haben ihre eigene Wohnung da unten. Das ginge natürlich auch. Man kann ja Türen abschließen tatsächlich. Dass man sagt, hier Türen abschließen für und dann kannst du das einstellen. Alle Tiere. Raidman kriegt dann ein tierfreies Zimmer. Da darf das Tier nicht hin. So. Chica ist gebadet. Dann kann klein Chica eigentlich auch Eier machen. Aber das Bett ist verbuggt. So. Bitte einmal schlafen, klein Chica. Mama geht im Badeanzug baden. In der rotzdreckigen Badewanne. Ist ja eklig. Nee. Aktuell tust du aber eigentlich gar nichts. Du bist ja komisch. Also irgendwie hatte sie gar keine Aktion, aber ja, sie scheint irgendwas zu tun. Kann ich eigentlich die Küche alleine ziehen? Oder gehört das zu dem Raum dazu? Ich hier ziehe? Nee, das ist das gesamte. Das ist die gesamte Wohnung. Schade. Ich könnte es höchstens in die Länge ziehen. Das ist doch auch dumm. Ja. Wobei, wenn wir das... Wenn wir die Küche tatsächlich hier noch weiter rausziehen würden... Guck mal, das ginge sogar. Ist vielleicht doch nicht so schlecht. Dann könnte man nämlich hier den Tisch noch hinstellen. Jetzt natürlich nicht, weil wir definitiv keinen Platz dafür haben, aber theoretisch. Tisch, ha! Wäre das machbar, wenn wir jetzt warten, bis er nach Hause kommt, können wir da vielleicht sogar einen Tisch hinstellen. Die essen ja sowieso so gut wie nie zusammen, also brauchen wir erstmal nur einen kleinen Tisch. Vielleicht kriegen wir das hin. Was? Wo rennt Chica hin? Nein. Du sollst ins Bett gehen. So, auf damit. Was ist überhaupt das Mehl her oder was auch immer das sein soll? Junge! Schlimm. Richtig schlimm. So. Bist du schon wieder krank?